Ghost of Tsushima Director's Cut für den PC. Herzlich willkommen zurück. Wir schnetzeln uns weiter durch das feudale Japan. Die Mongolen haben unsere Heimat überfallen, sind mit 1000 Schiffen und 30.000 Mann hier angelandet und eingefallen, brandschatzend, mordend, erobernd. Wir sind übrig geblieben von einer Schar Samurai. Wurden bereits besiegt, wie das oft in so Spielen ist. Es muss ja auch wieder so ein Arc geben, dass man sich selber zurückkämpft und dann am Ende den Feind des Anfangs besiegt. Ich nehme an, so wird es hier auch sein. Das ist der Goldene Tempel, genau. Da können wir jetzt unser Katana ein bisschen aufwerten, weil wir ein paar Materialien gesucht haben. Wir sind jetzt hier immer noch auf dem See. Wir könnten hierher zurückreiten. Wir könnten hier weitermachen. Ich glaube, das ist ein... Wollen wir vielleicht hierher reiten und dann gehen wir zurück und machen diese Quest mit dem Bruder? Was haltet ihr davon? Ich finde, das ist eine gute Idee. Wir gehen jetzt zum Goldenen Tempel. Verbessern das Schwert. Und dann machen wir diese erste Mission. Rufen den Wind. Und reiten geschwind. Ja. Das Reiten alleine durch diese Welt ist ja wirklich auch schon schön. Ich meine, müssen wir hier oben lang? Okay. Ja, das sieht man oben auch immer schön eingeblendet. Oben links, wie viel Meter? Oh. Ey, warte. Ich hab leider... Ey, warte mal, ich hab leider die Herausforderungssituation. Okay. Warte. So, jetzt haben wir Spaß miteinander. Jetzt kommst du als letzter. Ey, okay. Ey. Okay, den letzten habe ich ein bisschen verbaselt. So. Warte mal. Oh ja, wir haben leichten Versatz im Sound, das ist gar kein Problem. Wir starten einfach mal kurz neu. Warte. Genau. Ich bin einmal rausgetappt aus dem Spiel, eben gerade zwischen den beiden Sessions. Und da wird sich vermutlich irgendwas mit dem Sound verschoben haben. Aber ist kein Problem, wir starten einfach kurz nochmal neu. Die Ladezeiten sind ja überschaubar. Ist ja kein Fallout. So, fortfahren. Die Grafik auf Maximum. Das hoffe ich doch. Das können wir hier gar nicht machen, meine ich. Oh, doch, hier, warte. Sehr hoch. Ja, das ist alles schon. Da haben wir jetzt achtfach. Alles. Scheint mir schon alles sehr gut zu sein. So. Weiter. Vater. Wieso kann ich den Wind nicht rufen? Da wollte ich hin. Hier ist der Goldene Tempel. Da ist das der Schmied, ja, ne? Hallo Schmied, ich bin zurückgekehrt. Sind eure Klingen noch in Ordnung? Ja.
Der so. Glanz wird selbst die Sonne überstrahlen. Was können wir denn hier machen? Töte Gegner schneller. Schaden wird verbessert. Kaufe ich. Schärfer denn je. Stark. So, haben wir unser Sakai-Katana verbessert und... Pferdchen. Das Pferdchen. Jetzt reiten wir los. Und unser nächstes Ziel ist dann... Also erstmal das hier. Und das liegt ja dann kurz vor der Mission Jins Reise. Und dann fahren wir jetzt mal hier dahin. Das müsste dann in diese Richtung sein. Und galoppiere los. Oh, ist hier noch? Ja, da ist ein Tor. Oh, Verzeihung, ich mache hier alles kaputt. So, hier müsste es eigentlich lang gehen, ne? Ja, das ist der richtige Pfad. Oh, da hinten sieht man auch was brennen. Seht ihr das? Diese Rauchsäule. Oh, schön hier dieser Wald. Oh, 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 was ist das? Ist das die Stelle, wo ich vorhin war? Also beim letzten Mal quasi? Ich glaube ja. Jupp. 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 Und jupp. Und jupp. Und runter. Sehr schön. Ich weiß nicht, wie mein Pferd jetzt hier runterkommt, aber es ist auf jeden Fall schon da. So, let's go. Hier entlang. Wenn hier der Feind auftaucht, dann machen wir ihn nieder. Zieht eure Klingen! Dödöd! Oh, der hat so einen langen... Oh, 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 wow, da habe ich zu früh gedrückt. Ich möchte mich entschuldigen. Das war ansatzlos. Ärgerlich. Oh nein, jetzt habe ich... Jetzt sind die weg. Oh, ich kann mich gar nicht mehr rächen, weil ich nicht aufgepasst habe. Aber das ist aber ärgerlich. Hier ist ein Glühwürmchen, das bedeutet, hier ist Loot. Glühwürmchen. Ich glaube, ich muss Grabraub betreiben. Ach so, das ist so ein extra Ding. Zirpende Grillen. Ja, man will ja nicht hier. Ah, Mann, das ist echt schade, dass ich die. Dass die Bande jetzt weg ist. Ich habe außerdem zu früh losgelassen im Herausforderungsmodus. Und dadurch konnte ich nicht diesen Kampf, die Herausforderung, nicht bestreiten. So, jetzt reiten wir weiter. Hier ist Bambus, den nehmen wir mit. Warte. So. Weiter geht's. Bambus. Ah, es ist so schön. Ich will wieder kämpfen. Die Musik ist auch überragend.
freue mich richtig, dass es nochmal für PC rausgekommen ist, dass ich dieses Versäumnis nachholen kann. Hier liegt eine Leiche. Die Mongolen waren nicht an den Vorräten dieser Person interessiert. Aber mir sollen sie treue Dienste leisten. Okay, warte mal, das ist... Ich bin ja komplett auf dem falschen... Ey, wo? Schweinebande, da. Nein, Pferd, das geht nur mit Pferd. Sie haben mich entdeckt. Galoppi! Du bist mein Opfer. Wir haben's. Das wird uns treue Dienste leisten. So, wie kann es denn sein, dass wir die ganze Zeit... Wir sind gegen den Wind geritten. Und es ist uns nicht aufgefallen. Wer ist dafür verantwortlich? Wer will die Schuld auf sich nehmen? Ich nicht. Mein Gefühl ist, dass ihr schuld seid. Ich wollte euch testen. Ihr seid schließlich... mein... Ey, was? Geil, nächste Herausforderung. Das liebe ich. Come on, let's go. Sehe ich aus, als hätte ich Angst? Nee, du siehst aus, als wärst du tot. Ich habe noch keinen Kampf verloren. So. Ey, ei. Das hätte ich ja fast völlig unnötigerweise hier mich von diesem dahergelaufenen Lump noch in Bedrängnis bringen lassen. Ja, das will ich nämlich. Das gibt nämlich Prestige oder was das ist. Ruf wird erhöht dadurch, durch diese Duelle. Die will ich alle mitnehmen. Die machen Spaß. Das Kämpfen wird natürlich noch ein bisschen komplexer werden. Ich habe noch nicht so viele Techniken jetzt zu Beginn. Da war ja in Aussicht gestellt, dass sich das nochmal ändert. Ist das ein Glühwürmchen? Hä, war da ein Glühwürmchen? Nee. Okay. So, der Wind. Wir müssen wieder jetzt... Nee, wir sind wieder komplett falsch abgebogen. Hier geht's lang. Los jetzt, Kage. Kage. Spricht man das aus? Kage. In der Nacht reißt es sich auch gut, weil dann sehen die mich nicht. Ah. Nein! Endlich, da sind sie wieder. Jetzt kann ich die Schmach wieder gut machen. So, nice. Okay, jetzt geht's hier los. Kommt alle zu mir. Okay. Ja, ja, du so. Jetzt seid ihr dran. Ja. Ha 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 ha! Ey! Ich hatte mich doch hier bereits in Position gebracht. Ist gut, dass er das auch schreibt, wenn er alleine ist. Wie gesagt, es ist denen so ins verbale Muskelgedächtnis übergegangen, dass sie den Pfeil nicht schießen können, ohne dieses Wort zu sagen. Das haben die in der Ausbildung nicht bedacht bei den Mongolen.
nicht komplett in die falsche Richtung gelaufen bin, ne? Das muss man sich echt mal vorstellen. Wie kann man denn so orientierungslos geboren sein? Oh, da waren Tierchens. Wo waren sie? Habe ich da nicht gerade wieder die Schweine... Da hinten ist die Schweinebande. Okay, warte. So. Nein, nicht absteigen. Entschuldigung. Ich habe mir ein Schwein rausgepickt. Komm, das Schwein ist nicht so schnell wie ich. Oh ey, das ist aber wendig, ein Wendeschwein. So, meine Güte, ist das aber, hat wirklich um sein Leben gegrunzt. So, jetzt geht's hier weiter. Wir müssen hier über den Fluss. Oder? Ja. Darf ich denn hier diese Bambis auch? Oder? Nee, ne? Die trifft man nicht. Was? In 7 Minuten, so zeigt mir, was ihr könnt. So, jetzt wieder Action. Hab ich dich. So, die Hundimänner. Ah, nein. Ich hab den Hundis nicht... Ah, ey, hör mal auf jetzt. Was ist denn mit euch los? Ich hatte leider die Streicheloption hier nicht. Oh! Von da oben, alles klar. Wäre natürlich besser, wenn ich jetzt auch einen Bogen hätte. Habe ich aber nicht. Ja. Jetzt kommt. Oh, muss der Schiss haben jetzt. Er weiß, ich komme zu ihm hoch. Er weiß genau, was passiert. Dann werden wir mal hier diese kleine Festung ausräuchern. Da sind ganz schön viele Leute drin hier. Alter Schwede, da sind richtig viele Leute drin. Wo bin ich denn jetzt hier genau? Ich bin ganz woanders. Das ist hier Ogawa Dojo. Okay. Ja, Hammer. Dann befreie ich das doch kurz. So wie ich das sehe, gar kein Problem. Was? Yeah, man. Jetzt machen wir doch Ninja-Sachen, ne? Oh, wir beenden das Leiden. Und weiter geht's. Wollen wir uns ein bisschen schleichen? Haha, Blut abgewirkt. Habt ihr gesehen? So. Aha. Hier ist irgendein Ziel. Was ist das hier? Ach, geil! Das Banner zurückgeholt.
Ja, aber das reicht ja vermutlich noch nicht, um das hier als befreit zu markieren. So, da sind zwei Hanselmänner. Ah, wann bewegen sie sich wieder? Jetzt. Ich werde natürlich jetzt hier alles erstmal platt machen. Ich höre noch Hunde. Da hinten sind Hundis. Oh, warte, ich hatte doch dieses... Okay, das machen wir jetzt mal. Ausrüstung. Accessoires. Ich hatte doch das Hundi-Ding dabei. Warte. War das bei Kleidung? Wo war denn das? Ja. Das muss doch hier. Ja. Also ich kann mich an den anschleichen und ihn streicheln. Ich habe doch gesehen... Nee. So, jetzt schleiche ich mich an den Hundimann an. Streichel den. Da sind ja leider zwei. Und die gucken... Na, es wird schwer an mich da. Müsste ich von da oben kommen. Das wird schwer. Ich weiß nicht, ob das klappt. Probier mal mein Glück. Nee, das wird nicht funktionieren. Schnüffelmann. Oh. Streichel, streichel. Ihr habt die lieb, mein Hundelmann. Wir sind Freunde! Eieiei, das war nicht souverän. Ich wollte, dass das meine Freunde sind. Aber ich kann hier jemanden befreien. Wer ist es? Och, gut, der ist schon... Oh. Okay, jetzt wissen wir, wo der Bruder dieser freundlichen Dame... Hier war wieder so ein Glühwürmchen. Wo der untergebracht ist. In diesen einen Zimmer-Apartments. Die sind nicht besonders komfortabel. Oh Mann, die armen Leute, aber zumindest haben sie da Vorräte drin. Okay. Oh, geil, ich klau den. Das sind eigentlich unsere Sachen. Ich klau die zurück. Okay. Glühwürmchen. Worauf willst du mich hinweisen? Ich würde dir folgen, aber ich kann nicht ohne weiteres. Gibt's denn nicht eigentlich sowas wie Hinterrücksangriff? Dass man jemanden stealthy killen kann? Muss es doch geben. Wo willst du mich denn hinführen, edles Geschöpf? Führst du mich jetzt irgendwo hin oder führst du mich in die Irre? Ah, da. Ah. Da ist das zweite Banner. Jetzt ist es auch schon wieder heller, oder? Kann das sein, dass die... Ach, das lernt man noch mit dem... Ah, alles klar. Das kommt noch. Der Chief und Fotoid, herzlichen Dank für den Support. Ach, wisst ihr was? Ich könnte jetzt einfach feige sein oder ich bin einfach ein geiler Typ. Und scheiß drauf. Und kämpfe mit denen. Ah!
So, lasst mich alle in Ruhe. Ihr seid schwach. Es gibt keinen Grund für mich zu schleichen und mich zu verstecken, wenn ich doch viel stärker bin. So, da ist das Glühwürmchen. Es geleitet mich an den Ort des nächsten Banners oder was? Ist hier oben noch irgendjemand? Da. Ja, ich komme. Mal kurz gucken. Oh ja, da oben. Den holen wir uns auf jeden Fall. Keine Lust, dass der verräterische Pfeile schießt. Kippst du um? Ja. Sehr schön. Da sehen wir doch das Banner schon angezeigt. Wir müssen hier gleich eh nochmal in Ruhe alles durchsuchen. Okay, wo bist du? Aufzeichnung. Oh, das ist gar nicht das Banner. Da ist noch was. Da wird's sein. Oh, der übt. Ja, dann übt mal besser ein bisschen weiter, denn ich komme gleich. Was? Ja, was machst du jetzt? Steinhart, hat er gesagt. Ey, hör mal. Nee, das ist jetzt mies. Warte. Oh, da liegt noch einer. Den kann ich noch, für die Ehre. Da freut man sich ja fast, wenn die da noch so quälend herumkriechen. Wenn man dafür so belohnt wird. Ja, Frage ist, ist hier noch was? Wahrscheinlich schon. Ist ja eine große Gegend. Was ist das für ein Geräusch? So, wo ist der Rest? Ich zeig mich jetzt mal. Ah, hier. So. Eisen nehmen wir mit. Dojo, Dojo. Hey. Okay. Hey, da ist ja noch einer. Ach, du grüne Neune. Kriegt noch einer rum, das fände ich ganz gut jetzt mal. Brauchen ein bisschen Leben. Das war nicht die hundertprozentige Souveränität. Da sehe ich noch irgendwas Orangenes.
Also er sagt mir jetzt aber auch nicht konkret, dass hier alles ausgeräuchert ist bereits. Also möglicherweise liegt hier noch was rum. Da waren wir. Was ist das für ein Schaben? Dieses Geräusch. Hört ihr das? Irgendwas schabt hier auf Stein. Was ist das? Keine Ahnung. Okay, dann schauen wir mal weiter. Da hinten ist auf jeden Fall noch was. Da war so ein orangenes Icon, ganz genau. Ich wollte jetzt einmal noch rumlaufen, gucken, ob hier noch jemand ist. Ich sehe gerade keinen mehr. Ich hätte ja so ein bisschen erwartet, dass hier eine Nachricht kommt, wenn alle weg sind. Okay, ist das quasi hier? Kann ich die damit anlocken oder was? Oh ne, das ist... Oh Gott. Muss ich in Sicherheit bringen, ist aber nicht... Oh, ich habe den Obermods angelockt. Scheiße, ich habe kein Leben mehr. Das ist doch kacke. Aber nicht jetzt. Alles nochmal von vorne. Was mache ich jetzt? Der ist aber richtig vorsichtig. Was ist der krass gepanzert? Ich habe gar nichts. Ich habe immer noch mein Sammler-Outfit an. Ich hätte auch meine Rüstung anziehen können. Klick. Ah, das ist so geil. Fuck. Ey, nein, nein, ich bin noch nicht so weit. Lass mich nochmal... Oh, nein. Aber jetzt nur wehe nochmal alles. Dann bin ich beleidigt. Oh ja, warte. Sehr gut. Okay, warte, warte, komm, warte mal, Quatsch. Warte, muss ich irgendwas drücken? Keine Ahnung. Ah, fuck. No, 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 wait, 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 wait. No, 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 no. Au. Na gut, dann halt jetzt. Tschüss! So. Wasserkampfhandlung freizuschalten. Yeah! Ah, das macht Spaß, macht Laune. Guck mal, jetzt ziehen ja wieder die guten Freunde ein. Hallo Leute. Technikpunkt verdient. Sehr schön. Du hast einen Technikpunkt verdient, sowie einen zusätzlichen Held von Tsushima-Technikpunkt. Setze sie ein, um mächtige neue Techniken zu erlernen, die dir den Kampf gegen die
Kampf gegen die Mongolen helfen werden. Also, was haben wir hier? Pariere im letztmöglichen Moment, um einen tödlichen Gegenangriff auszuführen. Ja, warte, das gucken wir nochmal kurz an im Video. Ja, das finde ich nice. Das hat auch so Sekiro-Vibes. Oh, das hat eher so Dark Souls-Vibes oder Bloodborne. Nee, aber ich habe eher Bock auf Ablenkung. Ich habe eher Bock auf Parade. Parade macht Spaß. Das macht viel mehr Spaß, als zu rollen. Ey, ich war noch nicht fertig. Was habe ich denn dann noch? Perfekte Parade stellt eine kleine Menge Gesundheit her. Oh, pariere einen unblockbaren Angriff von mongolischen Schwertern. Sind das diese roten Dinger dann? Weil bislang durfte ich bei roten nur ausweichen. Ah, das kommt wohl noch. Das sind blaue Angriffe. Sehe ich das richtig? Ja, dann wäre das ja eigentlich wichtiger. Darf ich noch mehr? Wie viel habe ich denn noch? 2 habe ich noch. Was ist das? Oh, wäre Pfeile ab. Während des... Oh, auch nicht schlecht. Ach, die roten werden dann blau. Ah, okay. Ja, das kann ich ja ab jetzt erst machen, ne? Ich finde dann aber... ey, bleib mal hier. Bleib mal... Freundchen. Oh. Das ist auch neu. Das kann ich mir auch kaufen. Ah. Warte mal, wo... Ah, okay. Das kostet alles die gleiche Währung. Ich kann jetzt eine neue Kampfhaltung machen. Oh, was ist das hier alles? Gesundheit herstellen. Rette dich vor dem Tod. Oh, das ist auch nicht schlecht. Das haben wir schon. Interessant. Das habe ich ja schon. Also das kostet 2 Entschlossenheit. Naja, aber wenn ich die nicht mehr habe, dann kann ich das ja gar nicht machen. Oder wie oder was. Das heißt, das ist nur... Wenn ich... Ja, okay. Dann muss ich mich ja vergessen haben zu heilen vorab. Das ist ja dann die Grundvoraussetzung. Also, das finde ich interessant. Malträtiere deinen Gegner mit 2 durchbohrenden Schlägen. Ist der Stein gedrückt halten, dann antippen. Okay, zack, gedrückt halten und antippen. Finde ich auch sehr interessant. Gucken wir uns das noch einmal hier kurz an. Ein ausweichender Schlag, der gegen langsame Gegner von Nutzen ist. Ich habe mehr Bock auf Parieren. Okay, das geht dann auch. Guck. Das heißt, man kann auch einen Speerangriff parieren. Der wird dann auch blau. Oh ja, geil. Dann machen wir erstmal... Das ist zwar auch super. Leben wieder her. Ah, das ist beides geil. Komm, ich mach mal das. Das ist schon nicht schlecht. Und dann gehen wir als nächstes auf... Da, auf den Speerangriff. Wir machen hier alles auf Blocken. So, vielleicht sollte ich dann jetzt mal anfangen, wenn ich jetzt so viel am Kämpfen bin. Entweder das oder das. Nee, das können wir noch nicht. Das hier. So, sieht doch gut aus. Und die Helme sind aber nach wie vor nur kosmetisch. Guck mal, jetzt sehen wir richtig krass aus. Bis eben waren wir noch so ein Wandersmann, der auch unterschätzt wurde. Guck mal, wie wir jetzt aussehen. Sorry, aber niemand legt sich noch mit uns an. So, die räumen hier auf, das gefällt mir. Jetzt muss ich ein bisschen rumsuchen, weil ich habe jetzt hier noch... Guck mal hier.
super viele Sachen natürlich nicht aufgesammelt, weil ich noch im Kampf war. Oder sind die hier alle... Oh. Ich glaube zwar nicht, dass dem so ist, aber wenn alle Loot-Gegenstände nach der Befreiung hier gesammelt werden, das wäre natürlich Hammer. Weil dann müsste ich nicht mehr jedes Haus durchsuchen. Das fände ich geil. Ich weiß nicht, ob das so ist. Wenn das so ist, könnt ihr mir das gerne sagen. Aber es wirkte gerade so ein bisschen so, weil das hier so ein Sammelplatz ist. Das wäre natürlich krass. Oh, aber die Rüstung sieht nice aus mit dem Fell da so hinten dran. Ja, mit der Wandererrüstung wird mir das Loot dann angezeigt. Das ist dann natürlich besser. Ich guck jetzt nochmal. Hallo, die machen alles wieder schön hier. Die Leichen lassen sie erstmal liegen. Keiner sagt Danke. Selbstverständlich, dass ich das mache. Nichts mehr. Sieht schon nice aus, was wir hier anhaben, muss man sagen. Aber hier ist nichts mehr. Ich fände das richtig gut, wenn das so ist, dass das Restloot da zusammengetragen wird, weil es macht jetzt auch nicht unbedingt Spaß, alle Gebäude einzeln nochmal abzusuchen. Von daher bin ich da schon Fan von. Oh, ich kann auch spielen. Warte. Wie ist mein Flötengriff? Nein. Entschuldigung. Verbeuge mich. Wo ist meine Flöte? Ah, da. Oh, schön. Wir spielen Duett. Wie schön, oder? It's beautiful. So, hier liegen noch mehr Vorräte rum, die hätte ich gerade übersehen. Der macht sein Haus heile, aber ich darf überall reingehen, weil ich bin der Held. Hier ist nichts mehr. Ich gehe einfach wirklich mal davon aus, dass der Loot dann auf dem Marktplatz gesammelt wird. Und das zurecht. Okay, dann lass uns mal schauen. Oh, können wir auch jedes andere Reittier haben? Das ist ja interessant. Was hier noch eventuell da hinten bei dem Händler möglich ist. Hier. Ein fahrender Händler. Hallo. Irgendwas, mein Herr? Ja, schauen wir doch mal. Fürst Sakai. Ihr habt die Invasion überlebt? Ja. Haben wir uns schon mal getroffen? Nein, mein Herr. Doch ich sah euch in die Schlacht reiten. Bitte nehmt dieses Geschenk an. Es heißt, wenn ihr das tragt, führt euch eine Seele zu allem, was ihr sucht. Klingt, als hättet ihr dafür auch selbst Gebrauch. Nicht, wo Mongolen durchs Land streifen. Doch falls sie euch zu Blumen führt, bringt sie mir. Oder anderen Händlern. Wir können daraus Farben herstellen. Ich werde daran denken. Danke. Oh, schau mal. Uiuiuiui. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. 15 Blumen. Oh, Alter, was ist das denn? Das sieht ja ein bisschen trashig aus. Okay. Ja. Ja, ganz weiß. Oh. Edel. Ja, sehr schön. Rüstungsfarben, das gefällt mir, dass man das selbst ein bisschen machen kann. Ja, gefällt mir. Das haben wir noch nicht. Haben wir noch nicht. Ja, aber das finde ich gut. Und Hüte. Ah, guck mal hier. Das hat auch Style. Mit so einem Typen willst du dich nicht anlegen, der so einen Hut trägt.
Auch schöne Farbe, schön lila. Ja. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Nee, aber die Hüte, ich nehme einfach später. Wir sehen uns wieder. Irgendwelche schönen Farben. Jo. Danke für alles, was ihr tut, mein Herr. Ja, sehr, sehr gern. Oh, hier kann ich noch mit jemandem sprechen. Ich suche schon so lange. Guten Tag. Ich stehe noch immer mit leeren Händen. Noch ein Samurai? Lebendig? Ich dachte, Fürst Jinroku wäre der Einzige. Der Name sagt mir nichts. Er ist in Kashini, mein Herr. Es freut ihn sicher, euch zu sehen. Ich würde ihn gerne treffen. In der Nacht zum Fluss gehen, versuchen zu fischen. Hier ist noch ein Glühwürmchen. Ich jetzt verbrennen, bitte. Was willst du mir zeigen, Glühwürmchen? Ich folge dir. Artefakte der Mongolen. Da sieht man das. Ja, viel haben wir noch nicht. Das ist ja lustig. Das kann man sich wirklich alles durchlesen. Gespräche mit dem Khan. Was erhofft sich ein einfacher Mönch wie ich davon, wenn er seine Gespräche mit Khotun Khan aufzeichnet? Mein Ziel ist es, seine Worte und Taten zu dokumentieren, um dem natürlichen Misstrauen der Menschen auf Tsushima entgegenzuwirken und somit mehr gegenseitiges Verständnis zu schaffen, damit weiteres Blutvergießen vermieden werden kann. Der Khan war diesen Gesprächen gegenüber bisher sehr aufgeschlossen und in vielen Dingen überraschend aufrichtig, obwohl ich nur ein einfacher Übersetzer bin und auch dazu Japaner. Sein Ehrgeiz ist so grenzenlos wie der eines jeden Shogun und er hat ein umfassendes Verständnis von Geschichte und seinem Platz darin. Gleichzeitig ist er bestrebt, mehr über unsere Kultur und unsere Geschichte zu erfahren. Ein faszinierender Mann. Ja, ich glaube auch, dass der ist jetzt nicht so ein klassischer Bösewicht. Das haben die halt damals alle gemacht, ne? Gebiete erobert, das haben die Japaner ja auch gemacht. Die waren ja auch nicht besonders schüchtern darin, andere anzugreifen, unbedingt. Und das machen die Mongolen auch. Und ja, scheint ja kein grausamer Mensch zu sein, zumindest. Ah, das wird jetzt hier angezeigt als befreit. Das mag ich. Wir hatten ja vor, dass wir jetzt dahin gehen und dann diese Mission da machen. Dafür müssen wir auf die andere Seite. Ist das der neue PC-Port von Ghost of Tsushima? Ganz genau, das ist die der Director's Cut. Wo ist denn hier der nächste? Oh Gott, da ist gar kein Ausgang. Oh Mist, okay. Völlig umsonst. Wieder reingeritten hier. Dann ist das hier das einzige Tor. Nein, das ist ja nur ein Loch in der Wand, das ist ja kein Tor, das kann es ja nicht sein. Entschuldigung! So, dann gehen wir hier lang. Galopp, galopp. Oh, diese prächtigen, saftigen, grünen Weiden. Hier reitet man noch gerne lang. Oh, was? Oh, ja, hier, komm her. So. Schweine werden hier als Raubtiere geführt und das ist durchaus korrekt. Schweine sind auch wirklich, die fressen alles, die würden auch Menschen fressen und angreifen, haben die gar kein Problem mit. Bambuswald. Die haben hier zum Beispiel auch Robert Baratheon getötet, ne? So, ich kämpfe jetzt mit allen. Guck mal, jetzt habe ich meine... Lol. Guck mal, er sieht aus wie so ein Räuber, einfach wie so ein einfacher Bandit und ich sehe so krass aus. Oh, jetzt müsste ich doch eigentlich blockieren können, oder? Nee, noch nicht. Okay, die kann ich noch nicht... da muss ich noch... So, ich mache jetzt hier gar nicht mehr einen auf Stealth.
Ich werde die jetzt einfach alle komplett platt machen. Noch jemand? Ja, keine Sorge, ich will dir nichts. Ich nehme nur dein Eisen. Keine Sorge. Du bist schließlich ein guter Freund. So, Glühwürmchen, ja, was ist hier Artefakt? Wo bist du? Der ist ganz aufgeregt, dieses Glühwürmchen. Ja, ich verstehe, du bist aufgeregt. Aber wo? Oben vielleicht. Das sieht dem anderen Dorf, in dem wir vorhin waren, sehr ähnlich. Ah, warte, was war das? Eisen, ja. Hier ist ein Artefakt, guck mal. Eisen. Boah, hier aufgespießt. Okay, dann geht's weiter. Ich mach die einfach alle platt. Ich muss nicht stealthen, sehe ich gar nicht ein. Keine Angst vor denen. So. Tschüss. Oh, was ist denn hier los? Neue Johnnies. Tschüss. Die Wasserkampfhaltung. Die nehme ich gerne. Fump. Yes. Und, was kann ich jetzt? Sehr effektiv gegen Schilde. Ja, nehme ich. Schwere Angriffe fügen zusätzlichen Taumelschaden zu. Dreieck, Dreieck, Dreieck. Dreieck gedrückt. Halten, dann zweimal antippen für Schlagwirbel. Also einfach nur zack, zack, zack. Oder was? Zack, zack. Ja, ist doch super. Hab ich jetzt. Danke. So, wer will jetzt noch was? Ey, warte mal, ich wollte gerade die Kampfhaltung wechseln. Okay. So, warte, er zwei. Okay. Ich glaube, das ist es. Aber das macht man dann nur gegen Schildträger. So. Wo haben wir denn hier die Leckerlis in diesem kleinen Dorf? Hier muss es doch noch Loot geben. Da. Da oben ist noch eine schöne Behausung. Da war ich aber gerade, ne? Das ist die, wo ich oben war. Hier haben wir noch so einen abgebrannten Schuppen.
Bin ich jetzt eigentlich immer noch in der... Ja, ich bin immer noch in dieser Haltung. Ah. Nee, so, ach, das wollte ich gar nicht. Ah, okay, das ist die Steinhaltung. Alles klar. So wechselt man das. Aber... Was? Was ist Juna? Was? Warte, ich wollte hier erstmal noch alles looten, aber okay. Ich fühle mich jetzt unter Druck gesetzt. Wo ist sie denn? Direkt vor mir. Hallo? Hatte sie da gerade einen Konflikt mit jemandem? Was ist hier denn? Was leuchtet da so? Alter, was ist da los? Ist sie das? Ja. Jin, du hast mich gefunden. Natürlich, selbstverständlich. Du hast gut reagiert. Ich hätte ihn hören müssen. Aber ich ließ mich ablenken. Diese Leute sahen, wie die Mongolen Gefangene flussaufwärts führten. Unter ihnen war ein Schmied. Dein Bruder? Hört sich so an. Sie brachten ihn in ein Lager, nahe beim Kaneda-Meeresarm. Ich weiß, wo das ist. Na, dann nichts wie hinter. Hast du Samurai für die Rettung gefunden? Noch nicht. Aber ich suche noch. Sicher findest du bald jemanden. Ich weiß nicht, ob ich das brauche, ehrlich gesagt. Weil ich finde eigentlich, dass ich das auch alleine sehr gut schaffe. Ich wollte mal gucken, ob ich hier noch was looten kann. Nimm's mir nicht übel. Aber wenn hier was zu holen ist, dann hole ich mir das. Hier. Taka kann dir helfen, wenn er gerettet ist. Ja, ja, mach mal so. Kaum zu glauben, dass ich ihn bald sehe. Er hat Glück, dich zu haben. Sieht er vielleicht anders. Ich hoffe für sie, dass sie glücklich sind. Nicht, dass er dann am Ende tot ist. Brüder oder Schwestern? Fürst Shimura ist meine einzige Familie. Was wirst du tun, wenn er frei ist? Tief durchatmen. Was ist denn mein Ross? Dann weiß ich, dass für unsere Insel Hoffnung besteht. Du klingst überzeugt. Ich habe ihn schon gegen jede Wahrscheinlichkeit siegen sehen. Und wenn dein Bruder frei ist, was dann? Auf geht's! Habe ich noch nicht darüber nachgedacht. Schöne Schlucht. Oh, ein Fischerdorf. Im Vorbeireiten geschnappt. Ist auch sehr komfortabel, dass man das im Vorbeireiten so grapschen kann und nicht absteigen muss. Alles niedergebrannt hier. Ey, das ist doch auch noch was, oder nicht? Hallo? Nee, das sieht nur so aus. Da. Das gute Eibenholz. Ich muss hier einmal rein, es tut mir leid. Wer weiß, was hier noch sich verbirgt. Die haben alle so schöne Öfen. Da kriege ich nicht durch. Na, hier ist gar nichts mehr. Vielleicht im oberen Stock. Ja, es gibt, also weil ich sehe gerade im Chat, ihr redet da über die Grausamkeiten dieser Zeit, in der das hier spielt. Und ich hatte euch ja in der letzten Folge die Serie Shogun auf Disney Plus empfohlen. Für den Fall, dass ihr am feudalen Japan interessiert seid und da Bock auf eine Serie zu habt. Und da gibt es auch eine Szene und ich will die nicht zu sehr spoilen. Aber da wird halt auch jemand hingerichtet und das ist so, es ist einfach so grausam. Und das wird da aber einfach so als völlig normal erachtet. Aber zum Zuschauen ist das schon, da denkt man sich, oh Gott. Echt unangenehm. So. Okay, ich glaube hier in diesem Dörfchen können wir nicht mehr viel klauen. Es sei denn, hier vielleicht noch.
Man muss sich auch nicht schlecht fühlen. Das ist alles abgebrannt. Das sind Ruinen. Das kann man auch nicht einfach so wieder aufbauen. Und niemand wird kommen, um sich das hier noch zu holen, was hier rumliegt. Das ist quasi for the grabs. Wie komme ich da jetzt rüber? Kann ich hier schleichen? Okay, nein, offensichtlich nicht. Doch, irgendwie komme ich darüber. Was ist der Trick? Springen? Ja, ich kann ja auch springen. Okay, vielleicht. Was? Ah, übers Dach. So machen wir das. Einfach übers Dach. Hahaha. Leder und Vorräte. Ja, super. Okay. Haben wir was erbeutet? Das können wir alles wunderbar später beim Goldenen Tempel in Upgrades und andere Köstlichkeiten investieren. So, jetzt darf ich aber nicht die Orientierung verlieren. Ich glaube, da hinten kamen wir her. Boah, welche... Das ist ein Stall. Da liegt noch was rum. Leinen. Ja, man verbringt ja doch relativ viel Zeit damit zu looten. Oh, was ist hier? Lol. Die fragt sich auch, was mit mir los ist. So, lass mich kurz überlegen. Wir kamen... War ich jetzt hier schon drin? Es ist vorbei. Sieht alles gleich aus. Ja, hier waren wir doch gerade, oder? 100 Pro habe ich irgendein Haus vergessen. Aber man kann ja auch nicht immer nur looten. Man will ja auch mal kämpfen. Keine Menschen mehr hier. Alle vertrieben und verbrannt. Guckt euch das an. Da oben sehe ich noch was leuchten. Wir gehen einmal hier auf diesen Turm. Danke. Einfach so ein random Kompliment. Dank deinen Verbänden. Ah, hier ist nichts, außer eine schöne Aussicht. Gern über deine Gefühle. Na, das ist richtig. Oh, nein! Da hast du wohl recht. Okay, was? Mein Onkel lehrte mich, dass ein Samurai seine Gefühle meistert. So wie ein Pferd. Das wäre sehr ein unangenehmer Tod gewesen. Es soll auch nicht einfach sein. Was sie sich auch dabei gedacht hätte, sie pflegt ihn gesund, damit wir den Bruder retten und dann stirbt er auf so dumme, tollpatschige Art und Weise. Da hätte sie wahrscheinlich auch an dem Investment gezweifelt, was sie in mich getätigt hat. Aber gut. Vorräte. Ah ne, Was ist hier noch? Können wir mal... Hier nochmal durch. Aber nee, das ist nicht so wie bei dem anderen Haus. Krabbel. Guck mal hier. Das ist doch ein Beutelchen. Da bin ich. Haha. Hast du nicht mit gerechnet, oder? So. Gib mir mal eine Sekunde. Eine Sekunde. Gleich wieder. So, ihr seht mich noch nicht, aber das ändert sich jetzt. Jeder gute Samurai muss auch mal essen. Was ist denn hier? Alter Schwede. Ich hab noch was. Oh, das sieht ganz lecker aus. Da muss ich gleich mal reinhauen. Bevor das hier kalt wird. Aber erstmal reiten wir noch kurz zu diesem leckeren Vorratspaket.
Und dann machen wir uns mal wieder auf. Ah, die Blumen hier, die brauchen wir zum Färben. Okay, in diese Richtung hier. Ja. Ich glaube, wir bleiben auf dieser Seite des Flusses, oder? Ja. Ist hier irgendwas zum Looten? Oh ne, nur ein zerstörter Wagen. Ja, man sieht an allen Stellen hier, wie die Mongolen gewütet haben. Na, nicht, dass wir hier irgendwann noch runter... Oh, da können wir dann mal runterklettern. Vor uns ist eine Stelle mit Blick auf den Fluss. Ja. Ein guter Ausguck aufs Mongolenlager. Das nehmen wir noch mit. Das habe ich doch leuchtend gesehen. Bambus ist immer gut. So, wir können jetzt nach oben. Ich nehme an, das ist besser, wenn wir oben gehen. Dann haben wir nämlich den Ausblick, von dem wir gerade gesprochen haben. Was? Okay. Ja, ich komm. Ja. Oh Gott, jetzt sogar mit Countdown. Alter Schwede. Ich komm. Also ich dachte, ich von oben dachte ich. Aber gut, dann eben nicht. Dann eben hier. Ah, okay. Verzeihung. Ich komme ja schon zurück. Ich möchte mich entschuldigen. Das ist für meine erneute Frevelhaftigkeit. Ach so, hier oben willst du dann lang. Ja, okay. Dann reite du doch vor. Wo genau willst du denn jetzt hin? Erreiche den Ausguck. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das jetzt hier richtig ist. Da oben vielleicht. Wir werden es sehen. So, hopp. Ob sie da hinterherkommt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier... Oh nein. Das ist halt total falsch. Ich komm schon. Die muss echt denken, ich bin ein bisschen trottelig. Erst springe ich da vom Ausguck runter, dann klettere ich einfach mal eine Steilwand drauf. Reite dreimal in die falsche Richtung. Hallo? Achso, das ist meins. Sag mal, wo willst du mich denn jetzt hinhaben? Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt. Hier darf ich nicht. Obwohl der Wind in diese Richtung zeigt. Oder? Doch, hier ist richtig. Da ist der Ausguck, alles klar. Da ist das Lager. Schwierig hineinzukommen. Nee, das ist kein Problem. Wir haben das Lager rasch hochgezogen. Es muss einen Weg reingehen. Mal nachsehen. Das kriegen wir hin. Da hinten ist das Lager. Spielen wir mal. Ohne ihn in Gefahr zu bringen. Wir finden einen sicheren Weg. Hm? Oh, guck mal, was ist das? Wir könnten über die Felsen an der Seite. Wenn sie locker sind, rutschen sie und alarmieren die Wachen. Hinten sind sie bestens geschützt. Die Frontmauer dort ist noch immer im Bau. Da könnten wir rein. Wir könnten ein Loch in der Frontwand suchen. Reinschleichen. Und die Mongolen an Ort und Stelle töten. Wenn etwas schief läuft, töten sie die Gefangenen.
Ich habe es selbst erlebt. Wir müssen leise eindringen. Wie Diebe. Was ist daran verkehrt? Vor den Samurai regierten Verbrecher die Insel. Wir führten Ordnung ein und sorgten für Gerechtigkeit. Wir leben nach einem Ehrenkodex. Und manchmal sterben wir deshalb. Krieger wie mein Vater. Wieso hat er eigentlich Heimat sicherer machen wollten? Falsche Ausrüstung an. Ich will das doch auch. Doch es ist Zeit, dass wir uns wehren. Ich versprach meinem Onkel, den Kodex nie zu brechen. Dann umgehe ihn, um meine Familie zu retten. Und den Rest von deiner. Sehen wir uns mal an, womit wir es zu tun haben. Warten wir, bis es dunkler ist. Los geht's. So, an dieser Stelle, bevor wir uns jetzt daran machen, die mongolische Festung zu erobern, und das werden wir tun, gar kein Zweifel, machen wir eine kleine Pause. Das war Folge 2 von Ghost of Tsushima. Das Spiel ist episch und groß. Ich würde jetzt nicht versprechen, dass ich es durchspiele, logischerweise, aber bis hierhin macht es mir echt viel Spaß. Das Kämpfen ist nice, insbesondere, ja, also ich liebe dieses Parry-System, das ist sehr belohnend und deswegen habe ich diesen Skilltree auch ausgebaut. Weil das einfach, sehr viel Spaß macht. Wenn man das Timing raus hat, ist halt wie bei Sekiro auch. Und dann gut kontern kann und so, dann das ist schon nice. Mir gefällt das besser als dieses Rumrollen. Genau, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Konnichiwa.